Das Pico Expert Modell, die schwere Elektrolok der Baureihe 151 der Deutschen Bundesbahn, kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Ende der 1960er Jahre wurde bei der Bundesbahn eine neue sechsachsige Güterzuglokomotive zur Verbesserung der Wettbewerbssituation der Bahn gegenüber dem Straßenverkehr gefordert. Diese sollte mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h den schweren Güterzugdienst beschleunigen. Zwischen 1972 und 1978 wurden insgesamt 170 Loks der Baureihe 151 in Dienst gestellt und zunächst in Hagen und Nürnberg stationiert. 1994 wurden die Maschinen der Baureihe 151 der DB Cargo zugeordnet. Mittelfristig will sich die Deutsche Bahn von den Lokomotiven trennen und stellt diese bei Revisionsablauf außer Dienst. Zahlreiche Loks der Baureihe 151 wurden inzwischen auch an private EVU verkauft und werden dort weiterhin im Güterverkehr eingesetzt. Das Pico Epoche 4 Modell der Baureihe 151 entspricht exakt seinem gewählten Vorbild und gibt hierbei alle relevanten Details des Originals präzise wieder. Das Modell der Elektrolok trägt die Loknummer 151-001-5. Die Vorbildlok war der BD Wuppertal, BW Hagen-Eckesee mit dem Abnahmedatum vom 5.2.73 zugeordnet. Sie gibt den Betriebszustand ab 1973 wieder. Das Pico Expert Modell der Baureihe 151 kommt in DC- und AC-Ausführung. Die Dachausrüstung ist originalgetreu nachgebildet. Besonders gefallen dabei die vorbildgerechte Nachbildung der Pantographen, die filigranen Dachisolatoren und die elektrischen Zuleitungen in vorbildlicher Materialstärke. Die chromoxidgrüne Pico BR 151 überzeugt mit Details wie extra angesetzten Scheibenwischern, Handgriffe und Türhandläufe, feinen UIC-Steckdosen älterer Bauart, Wendezugstecker, Verschleißpufferträger, Pfeifen, angesetzte Fettschmierpumpen, Indusi, Stecker und Leitungen an den Drehgestellen. Die realistische Nachbildung des Maschinenraums mit freiem Durchblick, der ursprünglichen Entwässerung der Luftbehälter, Luftbehälter und angesetzte Bremsbacken runden den perfekten Gesamteindruck dieser Lok ab. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Das Modell der Baureihe 151 ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Die AC-Variante ist ab Werk mit dem neuen Pico MFX-fähigen Smart Decoder 4.1 ausgerüstet. Folgende digitale Funktionen sind abrufbar: F0 Licht an, aus. F1 und F2 Schlusslicht für Führerstand 1 oder 2. F3 und F4 Kabinenbeleuchtung für Führerstand 1 oder 2. F5 Maschinenraumbeleuchtung.
F6 und F7, Anfahrlicht, Führerstand 1 oder 2. Das Modell der Baureihe 151 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt die Lok dem fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgen. Mit der feinen, originalgetreuen Nachbildung der Baureihe 151 zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch ausgereifte Modelle mit hohem Spielwert anbieten zu können. Das Pico-Modell gibt das Vorbild mit korrekter Gehäuseform, vielen herausragenden technischen Highlights, hervorragenden Fahreigenschaften mit hoher Zugkraft und hoher Qualität konsequent wieder. Dabei verspricht die Pico-Neukonstruktion dieser wichtigen Güterzugmaschine einmal mehr viel Spielspaß und höchste Betriebstauglichkeit. Mit der lang ersehnten attraktiven 151001 setzt Pico erneut einen Meilenstein bei der Realisierung bedeutender Lokomotiven als Modelle, die diesen Begriff zu Recht tragen dürfen.